Minecraft, willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar, ja, habe ich gesehen, dass im FTB-Launcher das Hermit Pack verfügbar ist. Und ich habe mir einfach gedacht, ich mache mir hier eine Singleplayer-Welt. Einfach mal, um so anzutesten, was daraus wird, weiß ich noch gar nicht. Hermetisch abgeregelt. Ja, und wir gucken einfach mal, was da so abgeht. Ich habe jetzt erstmal installiert. Texture Packs habe ich leider noch keine. Wenn ihr welche habt, dann schreibt mir bitte die unbedingt in die Kommentare, weil ich würde gern mitspielen. Sieht einfach schöner aus. Also ab rein damit. Und ja, ich bin mal gespannt, was hier passiert. Na, erste Mal Weltladen. Dauert schon eine halbe Minute. Mann, Mann, Mann. Dann nehme ich mal noch einen Schluck Eistee. Hoffentlich stürzt nicht ab. Irgendwo sind Schafe. Ist sehr geil. Können wir uns gleich ein Bett machen? So, ich gucke erstmal, was mir oben Computer meine. Okay, das wird also viel mit Computercraft sein. Digital was? Guide. Und Materials for you. Okay. Also Standardzeug haben wir auch. So. Das sind ja viele Schafe. Das ist mal ein Traumstart, muss ich echt sagen. Ich habe das Modpack nicht verändert. Das heißt, es sind die Mods drin, die beim FTB-Launcher, mit dem spiele ich ja. Oh, das ist geil. Okay. Dass die Items schnell, ich muss die Einstellungen noch umändern. Optionen, Controls. Ich suche Inventory. Side Inventory? Nee, das nicht. Inventory Sorting ist okay. Wo ist denn das? Ah, hier. Nein. Jetzt doof. Open Guide, Use Item. Side Inventory. Ist es der? Normal nicht. Nee. Normal ist es auf E. Genau, aber das will ich nicht. Ich will auf Tab haben. Dann suchen wir jetzt hinten mal, wo E steht. Natürlich viel zu viel wieder doppelt belegt. Seht ihr ja immer dran, wenn. Ich kann Inventory nicht umlegen. Nein! Das ist doof. Das gefällt mir schon mal nicht. Was ist das? Was ist das hier? Das gefällt mir nicht, weil ich habe das Inventar normal immer auf Tab. Guck. Und wenn das mal schnell gehen muss, dann werde ich das verpeilen. Fängt jetzt schon an. Toll. Einmal eine Spitzhacke und ein Schwertchen. Ich komme jetzt schon durcheinander, weil ich immer. Okay.
Okay, da ist die 1.9 Engine drin. So, ein Schafchen, Schäfchen muss noch dran glauben. Gut. Und ich kann einfach so über Blöcke laufen. Das ist auch von der 1.9. Warte mal, wir machen uns gleich noch das Bett. Das ist sehr cool, dass hier gleich Schafe sind. Ohne Witz. Das erleichtert mir so einiges. So, und dann gehen wir einfach mal. Da sind noch mehr Schafe. Und suchen uns mal ein Plätzchen, wo wir was bauen können. Da hinten hat es ein... Ah, da hat es auch. Ey, scheiße. Blümchen. Ah, das Ding ist gar nicht an. Das ist ein Nye-Inventory. Gucken wir mal, wo wir das... Klein... Oh Gott. Nee, da gehen wir gleich wieder raus. Das sieht mir zu kompliziert aus. Trashcan. Okay. Okay, ja. Ich gehe mal weiter. Ich will nach einem schönen Plätzchen zum Bauen gucken. So, da drüben haben wir was, hier haben wir was. Nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder, Mensch. Da hinten haben wir auch noch einen Hügel. Einen Hügel. Ich glaube, wir machen diese Folge erstmal eine Erkundungstour. Wir laufen einfach mal ein bisschen. Und wie immer werde ich gucken, dass ich die Folge nicht zu lange mache. Was ja mit Mephisto nie möglich ist, kurze Folgen zu machen. So, hier haben wir gleich einen Höhleneingang, sehr gut. Oh, aufpassen. Nicht gleich in der ersten Folge sterben. Wir haben eine riesen Fläche. Das ist auch interessant. Ich muss da was zu essen. Das habe ich mir nämlich schon gedacht. Da ist nämlich Palms Harvest Craft drauf, so wie es aussieht. Und da ist schon ein Dörfchen. Jawollo. Da gehen wir gleich mal hin. Erkunden wir gleich mal. Die haben bestimmt auch noch was zu essen für mich. Und da hinten brennt irgendwas. Das ist ein Lavafeld. Sonnenblumen. Und wir suchen jetzt erstmal eine Waffe. Und dann machen wir mal hier. Ah, Rechtsklick funktioniert. Sehr schön. Da müssen wir nämlich, mit Rechtsklick kriegt man nämlich nur die Sachen, die wir auch wirklich fertig haben. Hallo. Rotten Flash. Das ist gut, das ist gut. Da kriegt man gleich genug Nahrung. Was gibt's da noch? Was haben sie da angebaut? Also Nahrung haben wir erstmal kein Problem. Das finde ich klasse. Rote Beete. Warst du schon an Feldern? Was ist denn das für ein Haus? Was ist das für ein Bienenhaus? Okay. Und ich glaube... Ne. Sah gerade schon ein bisschen dunkel aus. Ah.
Warum ist hier so dunkel? Das ist gefährlich, Leute. Geh mal weg da. Ist gar nichts drin. Hier, einen schönen Busch drin. Hallo. Gut. Ey, so, ich war gerade kurz abgelenkt, musste gerade mal ins Handy gucken. Ah, da geht's rein. Da will ich auch noch reingucken, da ist gar nichts. Oh, ich erinnere mich gerade an mein Let's Play, was ich mal... Da ist ein Squid. Okay. Was ich mal gemacht habe, da haben wir uns an einem NPC-Dorf angesiedelt. Ja, da haben wir das ganze NPC-Dorf zu unserem Dorf gemacht. Und das wollte ich jetzt nicht. Aber der ist günstiger als der andere. So, hier drin müsste eigentlich auch irgendwo noch eine Kiste sein. Oder XP-Bären stehen da. Sind aber nicht. Was soll denn das? Aua. Aua. Ah, hier jetzt auch noch München. Oder so. Was ist das hier? Ich sammle einfach mal auf. Ja. Nimm einfach mal mit, was ich kriegen kann. Was ist das denn? Canalo Seeds, Coffee Seeds, Canalo. Okay, nimm mal mit. Oh, da ist ein Junkwähler, aber ich sehe schon was Cooles. Okay, da ist auch nichts. Also ein bisschen nervt mich dieses ein Block überspringen. Ich glaube, ich weiß, wo ich baue. Nein! Das ist eine Plattform da oben. Ich dachte, das wär ein Berg, der einfach per Chunkfehler falsch geladen wurde. Aber so ist er noch schöner. Aber richtig schön ist es ja nicht. So, ich will jetzt mal da hoch noch schnell. Vielleicht hätte ich mir eine Schaufel machen sollen. Uiuiui. Da sind unsere Skills ja gleich mal richtig gefordert. Ja. Aua. Nicht immer runterfallen, das tut doch weh. Aua! Warum krieg ich Schaden? War das von den Bienen? Also hier oben hat man einen schönen Ausblick. Aber was mir nicht gefällt, ist der Schnee. Und die Umgebung so ein bisschen. Ja, wir konnten mal gleich das Bett aufstellen. Schlafen. Mitternacht. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Da drüben sieht es nämlich, finde ich, es gibt sogar Pferde. Oh, geil. Das freut mich. Das freut mich. So, wir machen uns mal ein paar Brote. Ist wahrscheinlich jetzt erstmal am Anfang doof gewesen. Ja, ich hätte wahrscheinlich das zu Weizen machen können und dann wieder braten. Das ist laut. Mal
Stellen wir mal ein bisschen rund. Ah ne, warte. Blöcke. Ich glaube, das ist Blöcke. So. Also zum Wandern ist definitiv das sehr interessant mit diesem Blöcke überspringen. Ne, hier ist auch nicht schön. Mir gefallen diese Steinhügel nicht. Ja, deshalb werden wir uns noch ein bisschen auf die, vielleicht da hinten, wo die Birken sind. Oh, da brennt alles ab, scheiße. Aua. Oh, ist ja schon mal klasse hier. Wir machen uns mal hier ein Feuer löschen. Weil sonst fackel ich hier der ganze Wald ab. Das will ich nicht. Okay, hier ist alles safe. Da auch. Ja, ich muss gucken, dass das um die Bäume rum genug Platz ist. Das sollten wir geschafft haben. So, gut. Ich hoffe wirklich, dass der jetzt nicht mehr abfackelt, wie das, was sowieso schon abbrennt. Da geht es direkt nach unten. Auf direktem Weg in die Hölle. Vielleicht. So, wir gucken mal, wie groß das hier ist. Der hier ist nicht so groß, aber der da drüben scheint größer. Und da gefällt es mir, glaube ich, auch mehr. Autsch. Mushrooms haben wir hier auch. Das sind auch irgendwie so Bärenbäume. Sieht schon besser aus. Ja, ich glaube, hier lassen wir uns erstmal nieder. Das sieht gut aus. Ja, oh, Schlaraffenland. Was hat's da unten? Ja, hier sieht's doch toll aus. Ja, da haben wir Kühe, da haben wir Schweine. Da unten schwimmt schon ein Stück, da rennt ein Stück Leder rum. Das nehmen wir doch einfach mit. Da ist ein süßes kleines Pferdchen. So, okay. Zack. Und zack. In Beschlag genommen. Das gehört jetzt uns. Wenn er was zu meckern hat, der hat ein Problem. Ne, warte mal. Wir machen uns gleich Steinwerkzeug. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Das war's für die heutige Folge, für die erste Folge vom Hermit Pack. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja? Ich will jetzt mal wieder gucken, dass ich so relativ regelmäßig... Oh, da haben wir alles in der Nähe. Relativ regelmäßig wieder Folgen rausbringen von Minecraft. Und ja, ich freue mich, wenn ihr dabei seid, wenn ihr zuschaut. Und wir gucken einfach mal, was wir hier raus machen. Vielleicht, ja, ich weiß einfach nicht. Ich spiele jetzt einfach mal, vielleicht bleibt es ein Singleplayer-Projekt, vielleicht auch nicht. Das wird sich mit der Zeit zeigen.
Also, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft.